Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur großen Bestiarium-Show hier bei mir auf meinem Kanal. Ja. Und es geht jetzt munter weiter. Wir haben das letzte Mal Leide und Duske durchgebracht und jetzt sind wir in einem neuen Gebiet des Spiels, und zwar in Kleine. Ja, in Kleine. Und da geht es gleich los mit dem ersten Vieh und das da heißt Tauwu. Ja, das Tauwu, da gibt es schon viele Versionen, nicht? Aber das ist jetzt eigentlich ein Hund auch wieder. Allerdings hat der Hund jetzt Stoßzähne oder Hörner oder was auch immer. Und das haben die anderen, glaube ich, nicht gehabt. Also es ist eine verschärfte Version. Die Zunge ist gleich lang. Ja? Allerdings, ja. Sonst ist der Hund eigentlich meiner Meinung nach dasselbe. Habe ich mich da jetzt versehentlich ausgeblendet, das wollte ich nicht. Ich wollte nur das ausblenden. Okay, dann fangen wir ins Lesen an. Der Tauwu lebt hauptsächlich in den Bergregionen von Kleine und ist artverwandt mit dem Tauti. Seine Stoßzähne dienen nicht zur Zerkleinerung oder der Aufnahme von Nahrung, sondern werden bei Rammangriffen eingesetzt, ach was du nicht sagst, um Gegnern tiefe Wunden zu reißen. Sollten die Zähne dabei abbrechen, wachsen sie einfach nach, na, wie beim Hai. Das hätte ich auch oft gern. Das würde man oft gern wünschen. Ne? Gewicht 258 Kilo und 5,16 Meter groß dieses Vieh. Ist eigentlich für einen Hund schon ordentlich. Version B. Auch Nördling von Lestalum auf dem Palaret-Pass haben Tauwu ihr Revier. Als die Rudel dort begannen, Lebensmittellieferungen anzugreifen, die von Lestalums unterwegs zur Meldasio-Jägerzentrale waren, schrieb man die Tiere zur Jagd aus, und die Lage beruhigte sich etwas. Doch noch immer ist es nötig, die Bestände durch kontrolliertes Keulen in regelmäßigen Abständen einzudämmen. Hunde. Nicht nur in Dark Souls Scheiße. Auch hier. Megalotauwu. Megalo, der ist aber, der ist nicht, das sieht man sofort, dass der noch größer ist. Der ist 7,64 Meter. Aber das sieht man gleich einmal, bis der neu ist. Das ist aber schon ein ordentliches Vieh. Wow. Eine großwüchsige Tauwu-Art. Es ist durchaus möglich, junge Megalotauwu als Haustiere zu halten. Naja, würde ich aber nicht machen. Doch sobald ihre Stoßzähne zu wachsen beginnen, erwacht auch ihr Jagdinstinkt. Dann ist nicht einmal die Hand, die sie füttert, mehr vor Angriffen sicher, wie so manches Grab bezeugt. Ja, das kann ich mir ruhig vorstellen irgendwie. 1,5 Tonnen schwer. Wow. Hundun. Das Vieh, das ist cool. Das hat mir schon gefallen, wie ich gespielt habe mit den Zotten hier. Ne? Wie heißen die? Grinch? Nein, nicht Grinch. Jetzt weiß ich jetzt nicht. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Da gibt es quasi in den 80er oder 90er Jahren, hat man da Menschen gegeben, die haben so lange Haare gehabt, die haben einen eigenen Namen gehabt. Grunge? Ich glaube Grunge oder so wie. Jedenfalls, ist egal. Jedenfalls habe ich in Amerika gesagt, und so sieht der aus ein bisschen. Ne? Oder ich könnte auch wieder mal zum Friseur gehen. Ne? Das hat irgend so was Cooles, ne? So was Lässiges. Ne? Okay, Hundun. Artverwandt mit dem Tauti bevölkert diese Spezies vorrangig die Region Kleine. Hundun haben ein zotteliges Fell, welches ihnen ein liederliches Aussehen verleiht. Ein liederliches Aussehen, okay. Doch sie gelten als stärkste Tiere ihrer Gattung und wer einmal ihr schreckliches Brüllen vernommen hat, ist sofort bereit, das zu glauben. Hundun Version A. Dann haben wir Hundun Version B. Diese Hundun bevölkern die Untiefen der Stelif-Ruine. Da sich die Tiere wegen ihrer degenerierten Augen bei der Orientierung nicht auf ihren Sehsinn verlassen, bereitet ihnen das Leben in der Dunkelheit keine besonderen Schwierigkeiten. Um sich gegen die vielen sicher in den Ruinen durchzusetzen, sind die Exemplare hier merklich kräftiger geworden als ihre oberirdisch lebenden Artgenossen. Hundun. Mushu Fushu, Version A, die sehen aber schon irgendwie cool aus, ne?
Kann man nicht einmal ordentlich sagen, was das überhaupt ist, genau. Aber von unten sieht man es besser, wenn man ein bisschen zoomt. Das sind schon wie Echsen irgendwie. Das sind so riesig lange Echsen. Allerdings sind da getarnt irgendwie wie so ein, weiß ich nicht, ein Blattsalat. Weiß ich nicht. So, Version A. Ein Schuppenkriecht hier, aus dessen Rücken lange Giftnadeln hervorragen. Der Muschu Fushu entstammt der Gattung der Schlangen, hat während seiner Evolution aber 4 kurze Beine entwickelt, um ihm die Fortbewegung und das Kämpfen zu erleichtern. Er ist erstaunlich flink und wendig. Version B. Muschu Fushu bilden am Risoradbecken manchmal Rudel mit Muschu Mahu. Na, schau dir was an. Ursprünglich kamen die Tiere nur im Myrowald und auf den Hängen rund um das Risoradbecken vor. Doch in letzter Zeit ist ihre Population deutlich gewachsen und vereinzelt wurden Exemplare sogar schon in der Nähe der Meldacia Jägerzentrale gesichtet. Eine knappe Tonne haben diese Viecher und 6,5 Meter sind sie lang. Auch von unten cool einmal zum Anschauen, ne? Und dann kann nicht, wo vorne und hinten ist, wenn man da so schnell schaut. Okay. Muschu Mahu, also das andere, was wir gerade gehört haben, schaut eh auch ähnlich aus. Eine Subspezies, der Muschu Fushu. Ursprünglich im Myrowald beheimatet, führt ein schlangenartiger Anstieg der Population trotz aller Bemühungen der Jäger dazu, dass einige Exemplare sich im Risoradbecken ansiedeln und vermehren konnten. Auch eine knappe Tonne, 9.936 Kilo, schwer und 6,5 Meter lang. Das Spindelhorn. Ein sehr ästhetisches Vieh, also vor allem dieses gewundene Horn, ja. Ein Grasfresser mit einem Paar verschlungener Hörner auf der Stirn. Wie das Mesmerisse ist auch das Spindelhorn scheu und lässt sich nicht zu einem Reittier abrichten. Nocke, was du nicht sagst. Allerdings kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, die bulligen Tiere mit den mächtigen Hörnern und der nahezu gepanzerten Haut seien irgendwann einmal zu Kriegszwecken gezüchtet worden. Version B. Spindelhörner aus unterschiedlichen Herden legen interessanterweise ein anderes Verhalten an den Tag. Die Tiere haben einen ausgeprägten individualischen Hang. Ja. Herden bilden sich um ein großes Anführertier und wandern mitunter in Gebiete, die weit von ihrer Herkunft entfernt liegen. Dort kommen sie immer wieder in Konflikt mit der Bevölkerung und werden zur Jagd ausgeschrieben. 1,38 Tonnen schwer und 4,5 Meter groß. Zoom noch ein bisschen hier. Schauen wir uns nochmal das Horn an. Das sieht auch cool aus, ne? Gewundenes Horn. Bei Dark Souls das gewundene Schwert. Ich sehe immer Vergleiche, ich höre schon auf. Gut, Ariohorn. Das ist jetzt eigentlich dasselbe Vieh wie vorher, aber noch eine Spur größer, glaube ich. Große Spindelhörner, die nur sehr selten vorkommen. Ausgewachsen führen sie oftmals Herden an. Ihre Hörner sind bei Jägern als Trophäe beliebt, was dazu geführt hat, dass sich Ariohörner an das Kämpfen mit Menschen gewöhnt haben. Mittlerweile schaffen es nur noch sehr erfahrene Jäger, eines der Exemplare zu erlegen. Ich hab's erlegt. Unter anderem. Größe 6,88 Meter und 5,23 Tonnen schwer. Dasselbe Vieh eigentlich, nur halt um einiges größer. Alabasterhorn. Ja, das ist auch wieder eine Unterart, eine Subspezies des Spindelhorns, die mit ihrer weißen Farbe in starkem Kontrast zur Ursprungsart steht. Ihre Hörner sind so stark, dass sie Metall mit Leichtigkeit durchschlagen. Na, geh, übertreiben nicht, oder? Sehr zum Unmut von Autofahrern, die immer wieder Opfer der stark territorial veranlagten Tiere werden. Fröschen im Hals. Alabasterhorn. Die Albino-Version.
Schildschere. Ja, da haben wir eine Krabbe, eine Riesenkrabbe. Ich mache es gleich einmal kurz in Großaufnahme und dann lese ich auch immer hier, sehr interessant hier, quasi die Bauchseite hat immer die coolsten Farben. Also ich finde das immer auf der Unterseite noch immer hübscher als oben. Aber haben wir nicht einmal schon eine Krabbe gehabt, irgendwann im ersten, glaube ich, im ersten Part? So, dann lesen wir mal. Was kann sie denn? Version A. Ein großes Krustentier, das hauptsächlich in den Süßwasserregionen von Kleine vorkommt. Um ihren schweren Rumpf und die riesigen Scheren bewegen zu können, hat die Schildschere unter ihrem Panzer kräftige Muskeln herangebildet. Die Muskelfasern sind essbar und gelten in manchen Kreisen als Delikatesse, weshalb es schon vielfach Versuche gab, die Tiere zu züchten. Bislang allerdings erfolglos, denn noch kein Käfig hat es geschafft, den kräftigen Scheren der Schildschere zu widerstehen. Version B. Selbst im trockenen Wüstenklima der Region Leide ermöglichen die dicken Panzer dieser Schildscheren ihnen ein Überleben, ohne dass ihr riesiger Körper austrocknet. Doch auch diese Exemplare müssen in regelmäßigen Abständen Wasserstellen finden, wo sie ihren Flüssigkeitshaushalt ausgleichen können. 4 Meter groß und knappe 3 Tonnen schwer. Eine C-Version haben wir ja auch noch, um Himmel, Herrgott's Willen. Habe ich ja gar nicht gesehen. Version C. Schildscheren bevölkern unter anderem die Taurelhöhlen. Sie scheiden Wasser über den Mund aus, von wo es den Körper entlang zu den Beinen läuft und durch die Haut erneut aufgenommen wird. Auf diese Weise kann die Schildschere sehr lange überleben, ohne zu trinken. In den Höhlen, wo es häufig zu Kämpfen an Wasserlöchern kommt, ein unbestrittener Vorteil. Nase juckt. Die Stahlschere, eine Schildscherenart, die am Venners beheimatet ist. Sie ist um ein Vielfaches stärker als gewöhnliche Artgenossen. Charakteristisch ist ihr bläulich schimmernder Panzer. Normalerweise graben Stahlscheren ihre Nestlöcher am Flussufer. Immer wieder kommt es allerdings vor, dass die Tiere dabei Dämme zerstören, weshalb sie häufig zur Jagd ausgeschrieben werden. Ihr Fleisch ist sehr zäh und nicht für den Verzehr geeignet. Was mir so gefällt hier bei diesem Vieh, ist hier vor allem, schaut euch das jetzt an, bitte. Schaut euch diese Farbgebung an hier. Und das, wie selbst hier dieser Bauch ein Gesicht darstellt. Irgendwie, wenn man sich das irgendwie so vorstellt, da sind die Augen, also oben der Kopf, die hohe Stirn mehr oder weniger. Und hier dann, ja, mit Nase und Mund, ja, mit viel Fantasie. Ihr wisst, was ich meine. Aber generell die Farbe ist hier wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Schwefelalakran. Es ist jetzt ein Skorpion, okay. Der Schwefelalakran. Eine Alakranart, die in vulkanischen Regionen vorkommt und sich farblich ihrer Umgebung angepasst hat. Der karge Lebensraum des Schwefelalakrans strotzt nicht gerade vor Nahrungsreichtum. Die Chancen auf Beute sind knapp und um jede zu nutzen, ist diese Art weiter stärker als gewöhnliche Exemplare. 144 Kilo schwer und 4 Meter lang, dieser Skorpion. Also da nimmst du auch Reis aus, wenn du dem begegnest. Vor allem, wenn man weiß, dass er giftig ist. Ne? Obwohl, wenn da steht 4,15 Meter, das ist im Vergleich jetzt zu mir wiederum, das passt jetzt meiner Meinung nach fast nicht, oder? Naja, egal. Ja. Version B. Schwefelalakrane, die in Leide entdeckt wurden, weit entfernt von ihrem ursprünglichen Lebensraum, den Rabatoga. Wie sie dorthin gekommen sind, ist ungeklärt. Unbestritten ist aber, dass die Tiere eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen und umgehend ausgemerzt werden müssen. Genau. So, tun wir noch einmal kurz in diesen Stachel. Also das wird schon ein bisschen schmerzhaft sein, wenn man den reinkriegt, ne? Kronenalakran. Eine langlebige Alakranart, die in trockenen Gebieten, zum Beispiel in Leide, vorkommt.
Ausgewachsene Exemplare können eine Länge von mehr als 4 Metern erreichen. Auch so wie hier, aber das lasse ich mir schon einreden. Der Größenvergleich, hier passt er. 5 Meter, das passt. Gewicht 251 Kilo. Eine Vierteltonne schwer. Ausgewachsene Exemplare können eine Länge von überhaupt. Die Tiere sind nicht giftig, aber ihre kräftigen Scheren und die Spitze an ihrem Schwanz sind auch so tödlich genug, wie schon manches Doppelhorn leidvoll erfahren musste. Also schon, dann doch giftig, oder am Schwanz, oder? Egal. Einige Kronen aller Krane haben ihr Revier am Fuß des Rabatoga. Sie sind merklich größer als die ohnehin schon sehr gefährlichen gewöhnlichen aller Krane. Allein die Erwähnung ihres Namens sorgt überall für kreidebleiche Gesichter. Aus Angst vor ausbleibenden Touristen hat der Verinas-Markt sie deshalb zur Jagd ausschreiben lassen. Genau, das passt jetzt meiner Meinung nach genau mit der Größe und dem Gewicht im Vergleich zu mir überein. Dieses Rot-Schwarz passt auch cool zusammen irgendwie. Donnerrock, Version A. Ein wunderschöner Vogel, dessen Körper vor blitzelementarer Energie förmlich knistert. Er erzeugt die Elektrizität dabei nicht selbst, sondern absorbiert sie aus der Umgebung, indem er zum Beispiel in schnellem Tempo durch Rauch fliegt und dabei Reibungselektrizität erzeugt. Seine nadelförmigen Federn kann er wie Pfeile aus seiner Beute schießen. 81 Kilo schwer und 4 Meter kann der lang werden, okay? Version B. Donnerrocks beherrschen das Element Blitz. In alten Zeiten glaubten die Menschen daher, der Vogel sei gesegnet von Ramu. Das sind dann, diese Götter, die haben wir dann später in einer eigenen Rubrik. Also so eine Art Endbosse waren das auch im Spiel. Dem Herrn der Blitze und verehrten ihn. Heute ärgert man sich über Schäden an Stromleitungen und Generatoren, die die Tiere anrichten, wenn sie nach Elektrizität suchen. Sie werden daher oft zur Jagd ausgeschrieben, Nägler. So, schauen wir sich nochmal von der Nähe an. Bleib mal ruhig. Man kann dich ja gar nicht bewundern. So. Gut. Der Purpurrock. Ja, das ist dasselbe, nur ein bisschen anders färbig. Ein Donnerrock-Spezies mit rötlichem Gefieder, die in der Gegend von Rabatoga lebt. Sie ist extrem stark und wird seit ihrer Entdeckung als roter Blitz von Rabatoga gefürchtet. Früher glaubte man, Donnerrocks stünden in Verbindung mit Ramu und würden nur böse Menschen richten. Doch nach zahlreichen tragischen Angriffen auf unschuldige Wanderer gerieten sie in Verruf, weshalb sie heute als Schädlinge gejagt werden. Shagin. Also das ist jetzt so eine Mischung aus Krokodil und Echse oder Drache oder was, whatever. Hauptsächlich am Vesperspiegel anzutreffen, oft in Gruppen von 10 bis 20 Tiere. Der reptilartige Vierbeiner lauert unter der Wasseroberfläche, um sich von dort auf arglose Opfer zu stürzen und sie blitzschnell ins Wasser zu ziehen. Dort verschlingt er sie auf grausame Weise. Eine Tonne schwer und fast 6 Meter lang. Also ja, das ist eigentlich wie ein Krokodil auch bei uns sein kann, werden kann. Und ja, vom Gewicht her, ja, Tonne, ja, stimmt, das kommt ungefähr hin. Version B. Am Vesperspiegel sind auch einige besonders aggressive Exemplare des Sahagin zu Hause. Meist bilden sie Rudel mit Alpha-Sahaginen. Gemeinsam werden sie daher regelmäßig zur Jagd ausgeschrieben. Gischt-Sahagin, eine Subspezies des Sahagin, die stärker und aggressiver als gewöhnliche Exemplare. Mir kommt immer vor, diese Albino-artigen oder die helleren Tiere, Viecher, sind generell immer die gefährlicheren. Also, das fällt mir jetzt schon auf. Weiß ich nicht. Bilde ich mir das nur ein, oder? Sie jagt alleine und verlässt dabei oft die Sicherheit ihrer angestammten Gewässer. Schon mancher unerfahrene Jäger ist ihm zum Opfer gefallen. Oder ihr zum Opfer gefallen. Ja, in etwa gleich schwer und gleich groß. Allerdings viel, viel gefährlicher, habt ihr gehört. Wahrscheinlich
Darum die roten Augen. Okay. Alpha-Sahagin. Ja, das ist jetzt das noch größer, das Vieh. Das ist das Alpha-Männchen, ne? Das ist gleich doppelt so groß, ne? Also das ist jetzt seltener bei Krokodil, obwohl es gibt ein Leistenkrokodil, in Australien lebt das, glaube ich, das kann auch 11 Meter lang werden. Das gibt's wirklich. Aber es ist schon fast ausgestorben. Das größte Krokodil der Welt. Ist wirklich so, glaubt's mir das? Ist es wirklich so? Ich lüge euch nicht an. Alpha-Sahagin. Die größte und stärkste Variante des Sahagins. Verantwortlich dafür ist vermutlich eine Mutation. Wenn ein solches Exemplar gesichtet wird, landet es umgehend auf der Abschussliste der Jäger. Größe 11 Meter und 6,23 Tonnen schwer. Das ist das Maul. Ist schon mal so lang wie er selbst, ne? Schon mal 3 Meter oder so, ne? Also der würde das auf einmal reinpassen, den kann er sich reinschieben wie ein Baguette. Der Seeteufel. Gibt es auch ein Tier, das ist Seeteufel, aber schaut ein bisschen anders aus, das ist wie so ein Fisch. Aber da ist halt so, heute ist es Rede wieder Großkuschelker. Aber das schaut so cool aus. Wie so ein Salamander, ein Feuersalamander, der hat auch so eine schöne Farbe, so schwarz-gelb. Die das so glänzt und so, das ist so wie soll ich sagen, wie so Lack und Leder. Da will man hingreifen, da will man einfach gleich hingreifen. Eine imposante Unterart des Sahagins, die im südlichen Kleine beheimatet ist. Wie seine gewöhnlichen Artgenossen liegt auch der Seeteufel unter Wasser auf der Lauer, bevor er sich auf seine Opfer stürzt, besprüht er sie mit einem Hochdruckwasserstrahl von Kercher, um sie zu betäuben. Also, ja, das war Kercher, war jetzt gelogen. 7,48 Meter kann dieses Vieh lang werden und 1,82 Meter Gewicht, ja. Und 1,82 Tonnen schwer. Version B. Immer wieder kommt es vor, dass Seeteufel von der Strömung bis zum Galdin Cay getrieben werden. Grundsätzlich verhalten sich diese Exemplare wie ihre Artgenossen in Kleine, sind aber abgehärtet durch die lange Reise um einiges stärker. Und Version C. Die Seeteufel in der Grästholm-Aquädukten sind besonders widerstandsfähig. Wissenschaftler schreiben ihre anormale Kraft dem Umstand zu, dass sie fern ihres angestammten Lebensraums unter äußerst widrigen Bedingungen um ihr Überleben kämpfen mussten. Und da ist jetzt der Grästholm-Aquädukt. Überall habe ich sie getroffen, um Galdin Cay. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, nicht, wenn man sie trifft oder tötet, dann werden sie freigeschaltet. Aber wenn man sie auch in den Gebieten, weil ich war überall, ich habe wirklich alle Gebiete abgegrast, abgeklappert im Hauptspiel. Und vielleicht darum die ganzen Versionen. Das dem jetzt interessieren, weiß ich jetzt gar nicht. Ob er da wirklich nur zum Beispiel die erste Version hat. Und wenn man da jetzt zum Beispiel in Galdin Cay diesen Seeteufel nicht angetroffen hätte und in den Grästholm-Aquädukten, es war ziemlich spät dann im Spiel, weil das eine ganz harte Gegend gewesen, da hat es eben auch solche gegeben. Wenn man die dort nicht getroffen hätte oder nicht dort gewesen wäre, ob die dann überhaupt da ist, Version C dann hier dann gewesen wären. Das wäre jetzt interessant zu wissen, ich habe keine Ahnung. Ist ja egal, aber würde mich interessieren. Der Korallenteufel. Wow, die Farben, die gefallen mir so gut hier in diesem Monsterbestiarium. Eine Seeteufel-Subspezies, die außerhalb von Altlestalum anzutreffen ist. Sie ist leicht an ihrer außergewöhnlichen Farbe auszumachen. Da es nur wenige Exemplare gibt, die zudem äußerst aggressiv sind, ist es Forschern bislang nicht gelungen, viel über sie herauszufinden. 7,55 Meter lang und 1,83 Tonnen schwer. Selbe Vieh, nur die Farbgebung hier. Ja, anders. Sehr schön, sehr schön. Oh, das Kükatrisse, oder mein Gott, das war lieb, das war süß. Ein Jungvogel, der die Uferregionen des Vesperspiegels bevölkert. Bei den Küken sind geschlechtliche Unterschiede optisch nicht auszumachen.
Nein, wirklich nicht. Gut, auszumachen. Als friedfertiges Wesen greift das Kükatris nur an, wenn es sich bedroht fühlt. Dann aber kann es erheblichen Schaden anrichten. Ja, ja. Größe 138 cm und 54 Kilo schwer. Also ist so ein kleines Küken ganz schön ordentlich, ne? Also wenn wir denken, ist ein Küken, ne? Aber lieb. No? Okay. Das Fürstenkükatris. Fürstenkükatris sind normalerweise harmlos und für Menschen nicht gefährlich, aber manchmal, aber nur manchmal, kommt es zu massenhaftem Schlüpfen und die Jungvögel verlassen ihren natürlichen Lebensraum. Dann werden Jäger herbeigerufen, um die Bestände einzudämmen. Version B. Fürstenkükatris sind die Jungen von Fürstenbasilisken und Fürstenkokatris. Die Exemplare in der Stelif-Ruine gelten als stärkste ihrer Art. Da sie sich aber nie aus der Geborgenheit der Stelif-Ruine hinauswagen, ist ansonsten nicht viel über sie bekannt. Ja, knapp 60 cm schwer. Ja, natürlich. Ja. Knapp 60 Kilo schwer, wollte ich sagen, und 143 cm groß. Ja. Schauen wir uns auch noch mal in groß an. Ja, bist du hübsch. Ja. Dann habe ich den Basilisk, haben wir jetzt gerade gehört, also das wird die erwachsene Form dann, ne, vom Gockelhahn. Ausgewachsene Kükatris, die am Vesperspiegel beheimatet sind. Die Flügel der Basilisken sind verkümmert und eignen sich nicht zum Fliegen. Das Gift in ihren Federn ist jedoch äußerst effektiv und hält Raubtiere auf Abstand. Soll man gar nicht glauben, 2,51 Tonnen schwer und 7,4 Meter groß oder lang. Version B. Während der Paarungszeit werden Basilisken aggressiv und deshalb häufig zur Jagd ausgeschrieben. Vermutlich wollen sie mit ihrem Gehabe die Fürstenkokatris beeindrucken, die nur zur Paarungszeit an das Ufer des Vesperspiegels an den Ufern des Vesperspiegels auftauchen. Also die Eier werden auch ganz schön groß wahrscheinlich von diesen Viechern. Also diese legen jetzt, meine ich natürlich. Genau. Müssen wir wieder rausreden, ne? Aus dem Ganzen. So, Fürstenbasilisk. Werden immer größer jetzt, die Viecher. Diese Unterart der Basilisken leben unter anderem in einem riesigen Tunnel der Gräschirgrotte und hat einen ausgeprägten Territorialsinn. Eindringlinge greift der Fürstenbasilisk ohne Umschweife an. Aus diesem Grund wagt sich kaum ein Wissenschaftler in seine Nähe, um mehr über ihn herauszufinden. Version B. Fürstenbasilisken sind eine größere Art der Basilisken. Normalerweise leben sie in Höhlen, erscheinen während der Paarungszeit aber an der Oberfläche. Dann sind die Ufer des Vesperspiegels nicht mehr sicher und mutige Jäger werden gesucht, um die Gefahr einzudämmen. Und Version C. Die Fürstenbasilisken, die tief in der Stelif-Ruine hausen, gelten als stärkste ihrer Art. Glücklicherweise zeigen sie sich nie an der Oberfläche und sind nur so für wagemütige Höhlenforscher eine Gefahr. Und hier diese stärkste Version, 14,72 Tonnen schwer und 13,5 Meter lang, groß, whatever. Also natürlich mit den Schwanzfedern halt wahrscheinlich, ne? Alles zusammen. So, die mich da gerade verdecken. Kokatris, jetzt haben wir das Männchen. Ein ausgewachsenes Kokatris-Männchen, wie es an den Ufern des Vesperspiegels gefunden werden kann. Kokatris haben verkümmerte Flügel und können nicht fliegen, dafür haben sie Eier. Die Tiere gelten als kämpferisch und ausgesprochen territorial. Wer sich in ihr Revier verirrt, sieht sich oft einem ganzen Familienverband mit wetzenden Schnäbeln gegenüber. Version B. Kokatris sind friedlich, solange man ihnen nicht zu nahe kommt. Insbesondere während der Paarungszeit sollte man Abstand zu den Tieren halten, denn dann sind sie äußerst reizbar und greifen wieder wilder
an als sonst. 10 Meter lang und 5,78 Tonnen schwer. Hm? Hast du Eier? Fürstenkokatris. Version A. Diese Art des Fürstenkokatris kommt tief in den Grecia-Grotte vor und ist die am weitesten verbreitete. Sie ist größer als gewöhnliche Kokatris, verhält sich ansonsten aber identisch und hat deshalb das Kokatris im Namen beibehalten. Größe 11 Meter und 10 Tonnen schwer. Version B. Nur wenige Fürstenkokatris leben an der Oberfläche. Sie sind nicht ganz so angriffslustig wie gewöhnliche Kokatris, richten aber allein bei der Futtersuche schon genug Schaden an. Aus Sicherheitsgründen sollte sie bei Kontakt umgehend unschädlich gemacht werden. Und Version C. Die stärksten Exemplare des Fürstenkokatris sind tief in den Steliff-Ruine beheimatet. Die engen Gänge dort erleichtern es ihnen, ihr Revier zu verteidigen. Übergriffe sind zahlreich, denn in den Schatten wimmelt es von gefährlichen Kreaturen. Ein Umstand, der die Aggressivität dieser Kokatris erheblich gesteigert hat. Ich muss mal kurz schauen. Okay. Hekatonkröte. Also die haben wir auch schon mal gehabt, so eine Kröte, allerdings ist die jetzt eine grüne, also eher von der Farbe, so wie man sie sich vorstellt, allerdings nicht so groß. Ne? Eine angriffslustige Unterart der Karpfenkröte, die dafür bekannt ist, Menschen anzufallen. Jäger betrachten sie jedoch nur als geringe Gefahr, da sie zum einen sehr schwerfällig ist und zum anderen nur bei starken Regenfällen aktiv wird. 7 Meter groß und fast 30 Tonnen schwer. Amphibien zeichnen sich in der Tierwelt durch ihren extrem großen Artenreichtum aus. Oft spiegeln die Spezies der Klima und die geologischen Gegebenheiten, wollte ich sagen, ihrer Zeit wider, weshalb sich Forscher von ihrer Untersuchung Aufschluss über die zahlreichen Geheimnisse der lusischen Geschichte erhoffen. Die Hekatonkröte steht deshalb im Interesse von Wissenschaftlern der unterschiedlichsten Disziplinen. Wow. Was für ein Vieh. Die Geierkröte. Also, da gibt es überall verschiedene Versionen, ist ja schlimm. Eine riesige Unterart der Karpfenkröte, die an den Ufern des Venners zu Hause ist. Ihr Appetit wird ihrem Körperumfang mehr als gerecht. Die Geierkröte verschlingt alles, was ihr vor der Zunge läuft, um dann in tiefem Schlaf zu verfallen, bis zu den nächsten Regenfällen. Also eine Dornröschenkröte, könnte man eigentlich auch dazu sagen. Sie ist 61 Tonnen schwer und knappe 9 Meter groß. Ups! Version B. Die Geierkröten, die tief in den Grestholmequadukten hausen, sind wegen der widrigen Lebensbedingungen extrem stark und widerstandsfähig geworden. Ansonsten weichen sie äußerlich von ihrer Artgenossen an der Oberfläche nicht sonderlich ab. Die Killerwespe. Ja, wir haben schon Bienen gehabt und jetzt kommen die Wespen. Aber die sind wunderschön gezeichnet, also das ist traumhaft. Ein riesiges Insekt, das in kleine zu Hause ist. Killerwespen jagen Futter für die Larven ihrer Kolonien. Jäger versuchen verzweifelt, diese gefährliche Art auszurotten, schaffen es aber oft nicht, ihre Nester aufzuspüren. Bitte, das ist fast 300 Kilo schwer und fast 4 Meter groß. Eine Wespe, bitte. Einige Killerwespen sind besonders grausam, da sie äußerlich nicht von gewöhnlichen Artgenossen zu unterscheiden sind. Wird ihre Gefahr oft unterschätzt? Unterschätzt, Punkt. Sie sind um ein Vielfaches stärker und sollten umgehend beseitigt werden, bitte. Mit Vandal, weil das wirkt phänomenal, bitte. Version C. Die Killerwespen in den Baluferminen haben sich hervorragend an das Leben in den engen Schächten angepasst und setzen ihre Beute mit Leichtigkeit nach. Das ist die größte, die ist 300 Kilo schwer und 4 Meter groß. Und jetzt schauen wir uns diese wunderschöne Farbgebung an. Das ist doch wirklich traumhaft, oder? Das ist doch wirklich traumhaft. Soldatenwespe. Also die Farben. Ah, das ist ein riesiges geflügeltes Insekt, das im Malmalam-Wald lebt. Optisch durch ihre Färbung gut,
von einer einfachen Killerwespe zu unterscheiden, ist diese Art zudem ungleich aggressiver. Wegen ihrer geringen Verbreitung wird sie dennoch nicht als Gefahr betrachtet und nur selten zur Jagd ausgeschrieben, aber auch ähnlich groß und ähnlich schwer. Die Soldatenwespen Version B, die Soldatenwespen am Rabatoga sind noch wilder als ihre Artgenossen im Malmalam-Wald, was womöglich an der Beuteknappheit in der Region liegt. Aus Angst um ihr Leben und ihren Besitz haben Anwohner sie deshalb zur Jagd ausschreiben lassen. Auch hier schauen wir uns diese wunderschönen Farben an. Vorne diese Scheren und so, also das ist schon cool gemacht. Mir gefällt das so sehr. Habe ich das überhaupt schon mal gesagt? Okay. So, gut, dann werde ich aber den Part jetzt kurz mal beenden, denn machen wir dann im zweiten weiter, sonst wird das wieder zu lang. Und ich habe so ungefähr eine halbe Stunde immer geplant und bei der Soldatenwespe machen wir dann als nächstes wieder weiter. Also dann bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.